tun mit all der geschenkten Zeit, die uns jetzt zur Verfügung steht? Willkommen in Christinas Living Room und über dieses Thema, was wir mit dieser wundervoll geschenkten Zeit jetzt tun können, möchte ich mit ihr ein Gespräch führen. Herzlich willkommen. Christina, wir haben jetzt ganz viel Zeit und dürfen nicht mehr raus und vielleicht wird Netflix demnächst abgeschaltet oder sonst was. Noch mehr Zeit. Und du hast da eine Idee? Ja. Ja, das ist fantastisch. Also die Schulen sind jetzt auch schon geschlossen. Ja. Und das heißt ja, die Kinder sind jetzt zu Hause. Aktuell können sie ja noch raus. Aber ich habe auch schon gehört, dass jetzt Parks und Fußballspielplätze zugemacht werden. Ja. Und ja, was macht man denn, wenn die Eltern zu Hause sind und die Kinder auch und dass sie gar nicht mehr raus können, selbst wenn es jetzt draußen schön ist, und dass alle dann in einer Wohnung sitzen? Ich denke, das ist bei den meisten ein Problem, weil viele sind sich ja gar nicht gewohnt, dass sie so lange miteinander auskommen müssen. Ja, man hat bei der Polizei gehört, dass immer Weihnachten, wenn die Leute ganz lange zusammen sind, dass sie aufeinander losgegangen sind. Wir sind es gar nicht mehr gewohnt durch das Arbeitsleben, ne? Ja, und Kinder, die haben ja Energie, also die, das sind Kinder, die müssen ja spielen, oder? Und das kommt nicht ewig gut, wenn man dann nur in einer Wohnung sozusagen festsitzt. Und wie du gesagt hast, wenn Netflix abgeschaltet wird, das hat man sich ja, ist man sich am Überlegen, oder? Dann kann es gut sein, dass irgendwann auch andere Seiten zugehen. Ja. Und das bedeutet, dass das digitale Angebot, wo Kinder und Jugendliche haben, damit sie in der Freizeit, wo sie haben, was zu tun haben, das fällt dann immer mehr weg. Also eigentlich abgelenkt werden. Genau, ja. Dass sie dann, dass die Ablenkung, die sie sonst haben, die dann wegfällt. Mhm. Und ich denke, das wird ziemlich kompliziert, wenn Kinder und Jugendliche ohne Ablenkung und ohne die Möglichkeit, wirklich was zu spielen, mit den Eltern in einer Wohnung nun ja festsitzen, im schlimmsten Fall, oder? Mhm. Und dann kam ja eben so in den Sinn, dass man ja mit, gerade mit Kindern, aber sicher auch mit Jugendlichen, da könnte man ja zum Beispiel Meditationen anfangen. Meditation? Ja. Das zusammen als Familie. Das hat es ja, genau, noch nie gegeben. Wie sind wir denn jetzt in der Sekte? Werden die einen denken vielleicht? Nee, ne? Erstens mal beruhigt das. Mhm. Und zweitens kann man ja viele Dinge in Meditationen einbauen. Und zum Beispiel gerade kleine Kinder, die sind ja noch so nah an Fantasy-Büchern und glaube noch an Feen und Zwergen. Und die sind noch viel näher an dem, was es wirklich gibt. Man höre auf die Worte. Weißt viel du, näher. Viel näher, oder? Ja. Die wissen noch, dass es all die Wesen gibt, wo wir jetzt als Fabelwesen bezeichnen. Ja. Wo wir aber den Kontakt verloren genau, haben. Genau, ja. Ja. Und sie sehen es vielleicht nicht unbedingt, aber sie glauben daran. Ja. Sie finden, das ist ja real, oder? Und erst mit der Zeit, wenn sie dann aufwachsen, dann merken sie, nö, da ist gar nichts. Weil die Eltern ja auch nichts sehen. Genau, und ja, weil man ihnen das dann auch sagt.
Ja. Und im Kindergarten und in der Schule und so weiter. Aber ganz am Anfang haben sie das noch. Und eigentlich alle Kinder, die ich kennengelernt habe, die haben noch an Magie geglaubt. Mhm. Und erst dann mit der Zeit, in der Schule und wenn dann die Eltern gefunden haben, jetzt bist du aber schon zu alt für das und doof und ungefähr, an Weihnachtsmann glaubt man dann nicht mehr. Ja, ne? Genau, so, in die Art und Weise. Alles genau. Andere mit, ja, genau. Mit dem Weihnachtsmann ja, ins Klo gestellt. Genau, ja. Ja. Und ja, so verlieren sie auch den Kontakt dazu. Aber am Anfang wissen alle noch instinktiv, da gibt es noch mehr. Ja. Und Dinge, die rein physikalisch gar nicht im Bereich der Möglichkeiten sind. Und wenn man jetzt versteht, dass man das abholen kann, oder? Weil das ist ja kein Hirngespinst. Einhörner, ja, die gibt es genauso wie Zwerge und Elfen. Und die physikalischen Gesetze, naja, die funktionieren auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Die wir kennen. Ne? Genau, ja. Mhm. Mhm. Ist ja wie eine Schablone. Ja, das gibt es und das gibt es nicht. Ja, genau. Alles, was außerhalb dieser Schablone ist, kann es nicht geben, also nehme ich es nicht wahr. Ja. Genau, und weil aber auch Kinder noch diesen Kontakt haben, selbst wenn sie es nicht wahrnehmen, und trotzdem glauben sie daran. Mhm. Und wenn jetzt jemand kleine Kinder zu Hause hat, die finden ja sicher, gibt es das noch. Ich kann mir das gut vorstellen. Dann kann man das nutzen, in dem Sinn, dass man nicht sagt, das gibt's nicht und so weiter und so fort, sondern dass man sagt, hey, die sind noch näher als die meisten Erwachsenen. Das kann man jetzt nutzen und den Kontakt dazu noch mehr fördern. Mhm. Dass wir das Potenzial, an das sich die Kinder noch erinnern können, dass wir das nicht untergraben und sagen, nein, also Gedanken lesen, Telepathie, vergiss es, geht nicht, gibt's nicht. Weil wir in der Vorstellung einer unverbundenen Welt leben. Und die meisten Erwachsenen, die können sich das nicht vorstellen. Aber wenn wir den Kindern das lassen und ihnen sagen, doch, das gibt es. Nur ich als Mutter kann es nicht, weil das ist halt wie ein Muskel. Und wenn wir den nicht brauchen, der schläft ein. Und wenn man den Kindern das so erklärt und ihnen aber sagt, schau, du weißt ja, dass es das gibt. Also ist der bei dir noch viel mehr aktiv. Dann kann man ihnen den Zugang lassen. Und sie haben dann auch das, die Empfindung, sie dürfen das, oder? Das ist entscheidend. Also, sie dürfen sich trauen. Genau, ja. Also selber trauen. Ja. Ja, vertrauen. Sie dürfen das. Und sie dürfen das auch ausprobieren. Und wenn sie jetzt in einer Wohnung sitzen, wo sie nicht raus können, dann dürfen sie ausprobieren, Gedanken aneinander zu schicken oder Bilder. Also zum Beispiel, dass einer in dem Raum sitzt und der andere im anderen Raum. Ja, genau. Und der eine denkt an ein Bild oder schaut vielleicht sogar auf ein Bild. Ja. Ja. Und im Nachbarraum sitzt der Empfänger. Genau. Ja, und okay, was sehe ich vor meinem geistigen Auge? Ja. Das Wichtige dabei ist, dass man Spaß dabei hat. Ja. Weißt du, was ich meine? Wenn, ja, na klar. Wenn jetzt zwei Menschen da hinsitzen und todernst finden, ja, wir müssen jetzt telepathisch was schicken, dann wird das nicht funktionieren. Nee. Wir blockieren uns selber. Ja. Aber wenn man den Kindern das lässt, wo sie haben, diese Verspieltheit, dass sie wissen, dass es funktioniert. Ja. Weißt du, die glauben noch daran und die machen sich keine Gedanken darüber, wie das jetzt funktionieren kann. Darum geht es ja auch gar Erwachsene nicht. Würden dann sagen, ja, du musst dich jetzt da hinsetzen und du musst dich jetzt da hinsetzen und dann musst du dir das Bild vorstellen und dann musst du das Bild dem so und so schicken und dann musst du noch die Augen schließen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Und ja, ja. Wenn Kinder daran glauben und sagen, ich finde das genial, sicher funktioniert, das habe ich dir doch immer schon gesagt, dann soll man die lassen, weil der Schlüssel dabei ist,
dass sie es einfach tun. Ja. Dass sie es einfach tun und nicht Konzepte haben und sich über irgendwas anstrengen. Weil sobald sie sich anstrengen, wird es nicht funktionieren. Nee. Dann fließt die Energie nicht. Ja. Und ja, das, dann haben die Kinder eine Beschäftigung in der Wohnung und das Potenzial. Und die Eltern. Und die Eltern. Ja. Und das Potenzial wird erhalten. Und vielleicht auch freigelegt bei den Eltern. Ja, genau. Ja, und in der Erinnerung, Mensch, stimmt. Und Eltern damals können so viel lernen, ja, dass sie dann verstehen, hey, ich blockiere mich nur selbst, wenn ich jetzt da sitze und es unbedingt will. Ja. Dass man einfach es einfach tut, oder? Das ist jetzt, das klingt jetzt für die einen vielleicht irgendwie nach dem Motto, ja, ist einfacher gesagt als getan. Aber das ist eben genau der Schlüssel. Wenn wir im Verstand da sind und das tun wollen, wird das nicht gehen. Und das ist nicht nur super, dass die Kinder das bewahren können. Und wie viele Jugendliche gibt es, die da Computerspiele spielen und dass dann irgendwelche komische Figuren da sind und die haben dann zum Teil, ich weiß nicht, Zauberstäbe oder, also weißt du, es gibt ja so viele komische Computerspiele, mhm, wo die Menschen in den Spielen aber zaubern. Mhm. Das heißt, eigentlich verlagern sich dann die Kinder, wenn sie klein sind, von den Fantasy-Büchern auf die Computerspiele, wenn sie groß sind. Ja. Aber sie zaubern da drin immer noch. Also die Welt der Magie, genau, wird halt jetzt nur in den Computer sozusagen, genau, verlagert. Genau, die ist dann zwar digitalisiert, aber viele Computerspiele, wo die Jugendlichen spielen, die haben was damit zu tun. Es gibt auch andere, aber es gibt eben auch die, die das drin haben. Und wenn man jetzt Jugendliche hat, die finden, ja, ich finde das gut, wenn ich da mit einem Magier durch die Gegend rennen kann, dann kann man das doch nutzen und dass man das mal real ausprobiert. Und zwar alles, was zu unserem Wohle ist. Ja, natürlich. Ja, zum Wohle, ja, also, das, also was Magie leider halt auch möglich macht, also ein Werkzeug, das ist nicht zum Wohle. Sicher, ne, wir haben da eine Verantwortung, oder? Genau. Und ja, da ist ja der Punkt, Kinder haben da noch eine Leichtigkeit dabei. Mhm. Aber wenn Menschen älter werden und diese Leichtigkeit verlieren und trotzdem irgendwas tun wollen, wo außerhalb von den Gesetzen, die uns bekannt sind in dieser Dimension, dann geht es darum, dass sie eigentlich nur die Dinge anwenden sollten, die sie schon in sich haben. Weil nicht jeder hat alles in sich aktiviert. Und das mit gutem Grund, weil die Menschen haben keine sonderlich große Verantwortung. Darum. Ja. Die übernehmen keine Verantwortung und darum ist es auch nicht erstaunlich, dass so wenige überhaupt was aktiv haben, weil das wäre überhaupt nicht sonderlich praktisch für das ganze Jahr, oder? Ja, ja, also wo noch Macht und Angriff, ja, und genau, Verteidigung, ja, gedacht wird. Und, ja. Das hat, da braucht es eine Reife dazu, dass es nachher nicht in einem Desaster endet. Ja. Aber Telepathie macht ja einfach Spaß. Genau, und Kinder haben diese Leichtigkeit noch in sich, dass sie nicht überlegen, was sie damit jetzt Schlimmes tun können, sondern die finden es einfach lustig. Genau. Und das ist ja auch der Sinn dran, oder? Dann sind die Kinder beschäftigt und die Eltern lernen was. Und es passiert halt das, dass wir unser Weltbild erweitern. Ja. Und irgendwann wird es normal sein, dass Telepathie und solche Dinge hier auf der Erde funktionieren.
Und das bedeutet, Menschen werden mit dem geboren. Aber dass Seelen so auf die Welt kommen können und sich das erhalten, dafür muss diese Zivilisation einfach noch eine Entwicklung machen. Das war ja mittendrin. Genau. Und darum ist das eben auch gut, oder? Ja. Weil ja, wir verstehen, dass Telepathie was ist, das ja, eigentlich zu uns gehört. Absolut. Wir unterbewusst tun wir das ja alle. Permanent. Deswegen sage ich, als du sagtest, dass es funktioniert jetzt, es funktioniert schon immer. Nur wir haben es nicht bewusst wahrgenommen. Genau, wir merken es nicht bewusst. Ja. Und darum, wenn man Kindern das erhält, ist das super. Und es ist ein Zeitvertreib, oder? Gerade wenn Netflix ausfällt. Und ja. Oder SMS plötzlich nicht mehr gehen. Es ist dann einfach eine Kommunikation, wo man dann vom Physischen ins Feinstoffliche legt. Ja. Genau, hatten wir ja auch mit den 9 Uhr abends Wohnzimmerrevolution gesagt. Und wenn alles runterfällt, genau. Sozusagen alle Kommunikationsmittel wechseln, wir wissen, dass wir um die gleiche Zeit mit unseren Mitmenschen verbunden sind. Um die gleiche Zeit. Und was dann geschieht, wunderbar. Ja, und ich weiß von einem Graupapageien, ein Kisi, ein Abbaunstorf-Kisi, der mit seinem Frauchen so verbandelt ist, dass er genau das, ja, im Nachbarraum, sie macht guckt ein Foto an und er kommentierte, der Papagei kommentiert es im Nachbarraum. Aber. Ja, das hat der Rupert Sheldrick in seinem Buch Der siebte Sinn des Menschen, hat er das veröffentlicht und hat auch das dokumentiert. Hammer. Das heißt also, wenn das zwischen Tier und Mensch möglich ist, dann ist es doch auch zwischen uns Menschen möglich. Genau. Nicht nur möglich, sondern es ist basal. Es gehört unser Menschsein. Es ist in uns angelegt. Ja. Und unterbewusst läuft es schon, oder? Und Kinder haben einfach noch den Schleier zwischen dem, was die Erwachsenen schon abgeschottet haben, viel dünner. Das heißt, im Prinzip zurück zu unseren Wurzeln. Was uns als Menschen gegeben wird und wo wir uns durch die Technik, ja, uns Krücken geschafft haben, aber unsere eigenen Fähigkeiten dadurch mehr und mehr verloren. Und natürlich als das Weltbild. Yeah. Das Weltbild, das Spiritualität ausgrenzt. Ich habe einem Wissenschaftler erzählt über meine telepathischen Versuche, Experimente und dass ich da drin lebe. Nee, glaube ich nicht. An Telepathie glaube ich nicht. Ja, das hat aber mit Wissenschaft nichts zu tun. Wenn ein Wissenschaftler sagt, daran glaube ich nicht, aber er macht den Raum zu. Genau, ja. Na? Und wo Menschen zumachen, da werden sie nie was sehen, wo sie sagen, ah stimmt, das könnte anders sein. Ja. Und dabei ist das... diese alltägliche Erfahrung so bereichernd, so freuden, sag mal, geschwängert. Ja, wenn du gerade so ein Erlebnis hattest, ne, dass da jemand, habe ich jetzt gerade jüngst, meine Freundin hat mir eine SMS geschickt, ich habe sie aber nicht gehört, ne, oder sie wollte sogar anrufen, ich habe es alles nicht gehört. Aber ich habe dann doch das gemacht, worum sie mich in dem Telefonat bitten wollte. Ich habe also ihren Ruf gehört und das ist uns oft passiert. Und das bereichert mein Leben ungemein, in diesem Vertrauen, ja, zu leben, dass ich mit allen Menschen verbunden bin. Natürlich ist dieses Phänomen häufiger mit denen, ja, man nah ist. Das ist klar. Deswegen hat man das auch in Laborversuchen mit Tieren nie herausgefunden, weil das anonym war. Aber die Haustiere? Das ist ganz klar. Also wir können ja mit jedem telepathisch reden. Ja. Auch wenn das jetzt ein Fremder für uns ist. Aber es ist viel einfacher, wenn wir mit jemandem telepathisch reden, den wir gut kennen. Zumindest am Anfang, weil da die feinstofflichen Verbindungen schon viel stärker sind. Ja. Und wir sind viel mehr aufeinander eingestimmt auch. Genau, je enger die Bindung, desto wahrscheinlicher ist dieses Auftreten dieses Phänomens. Und das gilt es einfach jetzt zu entdecken. Ja, dafür haben wir jetzt Zeit für solche Experimente. Was alles in uns steckt.
Wir sind viel, viel größer, großartiger als nur irgendein Diplom oder was weiß ich, Facharbeiterbrief und Bankkonto oder sonst was. Solche Fähigkeiten, das ist ja auch ein gigantisches Feld der Erkenntnis und der Freude. Ja. Mhm. Und hast du eine Idee, wie man damit anfangen könnte? Oder gibt es noch außer der Telepathie noch was anderes? Telepathie ist ja nur eins von vielen. Ein Phänomen, wo wir diese Verbundenheit, wo wir unser göttliches Sein, unser spirituelles Sein fühlen, richtig fühlen können. Hast du noch andere Beispiele? Ja, also was man jetzt in der Zeit machen könnte, ausprobieren könnte. Also da gibt's einiges, also was ich finde, was auch zeigt, dass wir mit allem verbunden sind, jetzt abgesehen von Telepathie, ist das eine ist für mich Telekinese. Telekinese? Also fern, dass ich etwas von ferne bewege? Genau, ohne dass du es berührst. Also, ja, ohne dass du es auf der physischen Ebene berührst. Genau. Und das andere, wo für mich zeigt, dass es auf einer bestimmten Ebene nicht dieser Unterschied zwischen Gegenwart und Zukunft und Vergangenheit gibt, okay, ist zum Beispiel, irgendwann bin ich mal irgendwo durchgelaufen und dann war halt eben hier die Gegenwart, also das hier, oder? Und das hier jetzt? Ja, war die Gegenwart. Und dann habe ich immer vor meinem inneren Auge wie einen weiteren Film gesehen, wo mir die Zukunft gezeigt hat. Und das war aber nur Sekunden versetzt. Mhm. Also nicht jetzt ein Jahr oder 10 oder 4 Monate, sondern nur einen kleinen Zeitraum versetzt. Das heißt, ich habe dann die Gegenwart gesehen und wusste aber immer, was dann in den nächsten Minuten passiert, weil ich es gleichzeitig schon gesehen habe, aber vor meinem inneren Auge. Ja. Und das geht ja nur, wenn auf einer bestimmten Ebene diese Dinge gleichzeitig ablaufen. Also, weißt du, wie ich meine? Ja. Also ich meine, wo Zeit einfach nur eine Dimension ist. Weil hier auf der Ebene sind wir getrennt von diesen Dingen. Ja. Also rein im 3D. Wir haben jetzt die Gegenwart und dann ist man die Zukunft und übermorgen ist die Zukunft schon wieder Vergangenheit. Ja. Und auf einer bestimmten Ebene ist das eben alles eins. Mhm. Also was die Physiker im Prinzip auch gesagt haben, dass Zeit wirklich eine Dimension ist. Ja, Zeit herrscht auf bestimmten Ebenen. Ja. Und darin merken wir ja auch, dass die Dinge, wie wir sie wahrnehmen, sich verändern, wenn wir in anderen Ebenen sind. Und ja, Telekinese ist halt auch, wir müssen ja mit allem verbunden sein, sonst könnten wir darauf ja keinen Einfluss nehmen. Ja, und unser Bewusstsein muss eine ganz andere Dimension von Kraft haben. Ja. Aber wenn unser Bewusstsein keine andere Dimension von Kraft hätte, dann könnten wir doch nie allein durch das, dass wir Dinge denken, manifestieren. Und wir könnten nie zusammen als Kollektiv was ändern. Mir fällt gerade die Experimente von Rupert Sheldrake. 7 Experimente, die die Welt verändern könnten, die kein Geld kosten, praktisch kein Geld. Und das eine, dieses Gefühl, von hinten angestarrt zu werden. Mhm. Ich habe das mit Schulklassen gemacht. Das war genial. Ja, oder auch man kann es auch mit einem Foto machen, ne, dass man einfach eine Münze wirft, angucken oder nicht angucken und an was anderes denken. Und der andere muss sagen, ob er gerade angeguckt wurde oder nicht angeguckt wurde. Und Drillinge waren die Besten, also bei der Klasse. Mhm. Die haben am meisten Treffer gehabt, wenn sie so ein komisches Gefühl. Mhm. Und das kennen so viele.
wenn ich darauf komme, ja, das kenne ich. Das ist da so ein komisches Gefühl, dann drehe ich mich um und dann ist da ein Blick auf mich gerichtet. Das kann man auch wunderbar in der Stube machen. Das Gefühl, von hinten angeguckt zu werden oder angestarrt zu werden. Da merkt man, dass das Bewusstsein muss den anderen ja berühren. Sonst würde er das ja nicht im Nacken spüren. Also fühlen, da kann man es richtig fühlen. Ja, so. Und das ist ein Beispiel, ja. Das ist doch ein Beweis, dass auch wenn wir der Meinung sind, dass wir nicht mehr wahrnehmen als die physische Ebene, dass wir eben halt trotzdem mehr wahrnehmen, aber dass gewisse Dinge wir nicht darüber nachdenken oder dass sie so normal sind, dass wir einfach nicht auf die Idee kommen, dass es was ist, das man eigentlich normal physisch nicht wahrnehmen kann. Ja. Und auf einmal das Gefühl, von hinten angestarrt zu werden, auf einmal fühlt man es. Und auch da, je enger die Menschen zusammen gehören, also familiär oder so, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie es fühlen. Das ist so spannend. Also, dass wir überhaupt erstmal wissen, was ist eigentlich Bewusstsein? Weil uns die Hirnforschung bisher immer erzählt hat, das Bewusstsein sei unter unserer Schädeldecke. Also nicht über unsere Schädeldecke hinaus. Und das stimmt ja gar nicht. Nein, natürlich nicht. Wir sind ja Seele, oder? Ja. Aber die steckt die nicht irgendwie in einer Zirbeldrüse, also auch wieder da drin. Nein, wir sind viel mehr als dieser Körper. Und dafür haben wir jetzt Zeit zu experimentieren. Großartig. Also jetzt sage ich mal wirklich Corona sei Dank. Das wird bestimmt ein geflügeltes Wort. Corona sei Dank. Ja, haben wir das und das und das, das entdeckt. Wunderbar. Ja. Und wir werden die Welt danach nicht wiedererkennen. Ich glaube nicht, dass da geht ein Ruck durch die Gesellschaft, wenn sie ja jetzt dieses als Chance ergreifen. Diese Zeit miteinander zu experimentieren, die Freude zu entdecken, was das Spaß macht, immer besser zu werden im Fühlen. Ja, oder ja, ne, Telekinese habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich mache mich jetzt mal dran. Ich weiß, dass es funktioniert. Ich weiß es. Und wenn ein Mensch es kann, kann es potenziell jeder. Das ist mein Empfinden. Aber du, wie du sagst eben, unsere Verantwortung muss einhergehen. Ja, genau. Und wenn man kleine Kinder hat, denen macht das ja eh Spaß, oder? Ja. Die sind noch viel mehr mit all dem verbunden. Und also abgesehen von Telepathie, was ich gerne gemacht habe, waren immer so Energiekugeln. Energieglocken. Glocken? Oder was hast du? Kugeln. Energiekugeln, okay. Ja, Energiekugeln. Erklär es nochmal. Also, abgesehen von Telepathie, habe ich immer gern so Energiekugeln gemacht. Sind halt Kugeln aus Energie. Und damit kann man ja auch Dinge machen. Also wir können zum Beispiel ein Bild reinlegen in diese Kugel. Ja. Und dann löst man die Kugel auf und lässt sie am anderen Ort manifestieren. Und dann kann der andere in die Kugel rein und das Bild darin lesen. Und dann hat man sowas wie, weiß nicht, WhatsApp. So. Ja. Also, ja, halt sowas. Ohne Handy. Ja, genau. Ja. Ey, und ich habe das dann immer mit einer Cousine gemacht. Und demnächst wirst du noch, du hast gesagt, da ist jemand mit einer Website. Genau. Also, wo solche Sachen beschrieben werden. Ich kenne jemanden, ja, dass wir wissen noch nicht genau wann, aber irgendwann in einem Newsletter wollen wir uns die Zeit nehmen und das noch verlinken. Super. Vielen, vielen Dank, Christina. Es ist eine spannende Zeit. Wir sind dabei. Und ich sage Tschüss. Bis auf bald.